Hallihallo, Lüchen, und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Attack of the B-Team. Und es ist jetzt hier wieder Tag und ich kann mich auch mal wieder zurück in eine wunderschöne Fledermaus verwandeln. Wieso fehlt hier Gras? Weiß ich gar nicht mehr. Was haben wir denn jetzt hier noch alles drinnen? Manualen. So, ich hab ja im Dorf nicht das gefunden, was ich wollte. Sonst hätte ich mir da jetzt was Schönes, Kleines basteln können an Waffe. Aber, naja. Grab hier wäre vielleicht auch interessant. Das Problem ist nur dabei, dass der Grab hier ja eigentlich nutzlos in dem Sinne ist, weil es hier keine Mobs mit Dings gibt. Mobs mit Rüstung. Also ist das eher sinnlos. Da der Grab hier ja eigentlich hauptsächlich dafür gedacht ist, um Rüstung zu ignorieren. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ein Grab hier wäre eigentlich ganz schön für Magic Farm 2. So, wie viel macht jetzt Brot? 2,5 und ihr macht 1,5, oder? Ja, okay, da ist Toast dann schon wirklich besser. So. Vor allem, weil man hier so wesentlich mehr davon rausbekommt. Kann ich euch da... Ach, schade. Schade. So, dann lege ich euch mal hier rein. Wobei, kann ich die hier jetzt noch irgendwie automatisch mit einer Kiste verbinden? Ich könnte hier vielleicht noch eine Verbindung... Ah, nee. Es klappt nicht so, wie ich das gerne hätte, deswegen lasse ich es einfach. Teeblätter haben wir jetzt hier auch noch ein bisschen. So, wir können aber trotzdem mal schauen, welche Waffe wir uns sonst machen könnten. Breitschwert. Langschwert. Naja. Rapier. Kleines Messerchen. Ja, der Cleaver, der hat halt Damage High, aber der ist halt langsamer. Ich glaube, ich mache mir ein Breitschwert. Dafür brauche ich diese Handguard. Muss ich jetzt erstmal schauen, wie die jetzt ausgesehen hat. Was ist denn das hier? Ah, okay. Nein, brauche ich nicht. Nein, ich weiß gar nicht, wie die hier alle ausschauen da drinnen. Handguard, das hier war, glaube ich, das für das Breitschwert. Oder? Nee. Das hier war das für das Langschwert. Naja, das Breitschwert ist also das hier. Dann brauche ich jetzt noch die Klingenschablone. Knifeblade nicht. Swordblade Pattern, genau. So, da haben wir jetzt hier wieder alle. Dann musste ich das, glaube ich, mit Holz machen, oder? Hey, heute muss ich mir auch mal wieder ein bisschen was besorgen. Hierhin. Und zwar jetzt diesen. Und dann brauche ich noch das Schwert. Genau. Und... ich bin am Überlegen, ob ich hiervon beim Schwert irgendwas aus Papier mache. Könnten wir ja eigentlich theoretisch mal machen, oder? So, hier noch ein bisschen was. Wo haben wir denn jetzt unser schönes... nein, Tough Rod nicht, sondern Tool Rod.
Und ich sollte vielleicht auch das hier erstmal zu Papier umcraften, bevor ich hier was machen kann. So. Paper Tool Rod. Wunderbar. Habe ich jetzt hier noch ein bisschen Gold drinnen? Ja. Das heißt, ich kann mir hier diese beiden schönen Teile rausziehen. Und ihr könnt mal hier drin verschwinden. Nein, du auch. So, ich brauche euch hier aber, um euch aus Manulin zu gießen. So, die beiden können wir eigentlich hier mit reinschmeißen. So, dann schauen wir doch mal, was wir dann hier rausbekommen. Schönes an Breitschwert. Ja, genau. Einfach mal falsch rein. Und hier unten. Attack Damage 8. Da bräuchte ich theoretisch einiges an Quarz dafür. Ja, ich glaube, das werde ich auch machen. Quarz holen. Was machst du hier drinnen? Du gehörst hier in diese Truhe. Ball of Moss, habe ich noch einen gut. So, dann können wir oder brauchen wir hierfür schon mal nicht Angst haben, dass da irgendwas passiert. Dass das irgendwie kaputt geht oder sowas. So, nee, Redstone kann ich ja hier nicht draufsetzen. Mit Diamanten kann ich da auch nichts machen. Ah, da haben wir noch ein bisschen Papier. So, hier ist der jetzt eigentlich durchgebrannt. Das heißt, wir können hier nachlegen. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schaue ich doch mal in den Nether und hole mir hierfür ein bisschen was an Sachen noch. Necrotic Bone wäre eigentlich auch geil für Lifesteal. Na, okay, bis dahin auf jeden Fall. Tschüss.